Servus zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben den 30. August, 17.31 Uhr. Bevor ich zum DAX gehe, nochmal ganz kurzer Blick auf das Gold. Zum Erläutern, hier ist der, wann ist denn das hier? Das ist der 3.11.2022, hatte ich die Fibos angelegt, das sind diese blauen Linien. Und bis hoch zum Hoch. Und diese Unterstützung hier, die hatte ich genannt, so um die 18.92, hat gehalten. Das war am 38er Retracement eben von dieser langen Bewegung hier. Von wo waren wir denn überhaupt? 1619. Und die hat gehalten. Dann haben wir das, was ich als nachhaltiges Kaufsignal nannte, die 1914 haben wir dann überboten. Und dann hat halt jetzt seinen Weg gemacht, das Gold. Jetzt wird es ein bisschen blöd, weil wir haben hier den Downtrend kommend vom 4.5.23. Und der liegt jetzt ziemlich genau, also heute hier bei 1952. Dort in der Nähe liegt auch das obere Band. Ist auch ein Widerstand. Und wenn ich jetzt mal die Fibos hier anziehe, von dem Hoch von 2058 runter zu der 1884, kommen wir hier auch an das 38er Retracement. Das liegt alles hier. Ich mache es mal größer. Das liegt alles jetzt hier. Das ist so ein Cluster. Drei Gruppen da. Ne? Das ist also schon jetzt hier ein Widerstand. Ich gehe in Urlaub. Deswegen habe ich mich jetzt gezwungen, weil ich will mich um Austern kümmern und segeln und tauchen und insbesondere Moped fahren in Frankreich. Ich sehe das größte überhaupt. Deswegen habe ich mich gezwungen, die Position glattzustellen. Ich bin jetzt raus. Wäre ich nicht hier, andersrum, wäre ich hier, würde ich die wahrscheinlich noch laufen lassen, aber die Stops hochziehen oder ein Drittel oder ein Viertel oder von mir aus auch die Hälfte geben, hier in diesem Bereich. Ich glaube nicht, dass wir da so einfach drüber gehen. Sollten wir das machen, das hat er auch noch weiterhin Platz hier in diesem 1970er Bereich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt hier erstmal ein bisschen pausiert. Also einfach mal ein bisschen aufpassen. Ich gehe in Urlaub mit möglichst wenig Positionen. Ich habe noch Lufthansa, da liege ich drauf schief. Ich habe Etienne, die habe ich mit 760. Da sind aber auch Teile verkauft mit 70, 75, 85. Da liege ich drin mit dem Stopp bei 760. Und wie gesagt, Lufthansa. Ansonsten, ganz ehrlich, zu den Einzelwerten fällt mir hier momentan nicht allzu viel ein. Da sind manche Werte mal zwei, drei Tage hui. Und auf einmal will sie keiner mehr haben. Oder man hat solche Geschichten wie Around Town, ja, plus 10%. Grottenschlechte Zahlen, aber dann sagen sollten, naja, aber der Ausblick ist toll. Tja, gut, verkehrte Welt. Es ist nicht, ich kann das nicht erklären. Deswegen, jetzt gehen wir hier mal zum DAX. Kann schon eher was mit anfangen. Der Doppelboden hat gehalten, nach wie vor. Hier, da. Der Hammer hat gehalten, auch in Ordnung. Wir sind das erste Mal in die 20-Tage-Linie. Ich mache das jetzt mal hier raus. Wir sind das erste Mal in die 20-Tage-Linie. Nochmal runter, kleiner Fuhler und wir schließen heute drüber. Auch wenn wir jetzt hier im Moment nur bei 15.895 waren und der DAX im Tagesverlauf deutlich höher war, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo war denn überhaupt heute das Hoch? Das war bei 15.962. Es ist bei mir so, das ist im Prinzip noch in Ordnung. Was mir echt fehlt, ist eben ein bisschen Drehzahl, Enthusiasmus, Momentum, Speed, nennt es wie ihr wollt. Das ist irgendwie so trippelig hier hoch. Das finde ich ein bisschen langweilig. Also es ist nicht wirklich mit Überzeugung hoch. Wir haben jetzt hier, jetzt muss ich das Ding doch wieder reinmachen. Moment, wir haben jetzt hier dieses Hoch, das ist das vom 10.8., und da war das Hoch bei 16.060. Verbindet sich hier mit dem oberen Band. Sind wir also hier. Das wäre, die sind ein bisschen schief, die Linie, sorry. Das wäre jetzt für mich der nächste Widerstand. Aber das sind jetzt auch wieder, was sind das? 160, 170 Punkte Abstand. In der Zwischenzeit ist der Oszillator deutlich gestiegen. Gilt auch schon wieder als überkauft. Neigt nicht seinen Kopf im Sinne eines Verkaufssignals, aber ist überkauft. Das heißt, der Markt verbraucht sich. Ohne nennenswert weiter zu steigen, weil wirklich nennenswert ist das jetzt von hier nach da oben auch nicht. Das ist ein bisschen Vorsicht zu genießen. Wir sind noch positiv über den Trendfolger, aber das ist für mich jetzt schon mal ein größerer Widerstand. Auf jeden Fall die 16.060. Sollte der überboten werden, aus mir im Moment nicht ersichtlichen Gründen, wäre das Gap vom 1.8. oder von mir aus auch dann zum 2.8., also dieser Schlusskurs hier,
Bei 16.240 wäre der nächste Widerstand. Ich habe das jetzt mal so gemacht mit den Scheinen. Jetzt geht bestimmt gleich wieder ein Raunen hier los. Die Calls habe ich komplett, ich habe alle Calls im Putz so gelassen. Ja, die steigen halt nur heftig an. Ich habe hier einen 15.122er, den 14.801er. Den hier, 16.220, den lasse ich ganz bewusst drin. Weil wenn der Markt vielleicht hier dran geht oder sogar drüber schießt, über das obere Band, aber dann so eine Kerze macht, ein Shootingstar, hätte ich überhaupt kein Problem, sowas hier zu nehmen. Das sind 16.222er. Ja, vielleicht geht der Markt auf, sagen wir mal, 16.150. Aber wenn er dann so eine Kerze hier abliefert oder einen Doji, dann ist der für mich hier am Ende. Dann ist er hier ausgereizt, hier noch positiv, aber hier am Ende. Und dann nehme ich sowas auch mal. Das hat dann wahrscheinlich einen 60er-Hebel. Muss ja mal gucken, je nachdem, wo er steht. Aber ich lasse den drinne. Ansonsten lasse ich den, der ein bisschen weiter weg ist, die 16.543 lasse ich auch drinne. Das nur mal so zum Sagen. So, ich bin wieder da am, ich glaube, es ist der 16. oder 17. September, irgendwann dann, wenn die Wiesn anfängt, ja, da muss ja dabei sein, ja, dann werde ich wahrscheinlich hier bitte nicht lachen, in Tracht sitzen, ja, weil da muss ich ja öfter mal hin und habe wahrscheinlich auch ein Weißbier in der Hand. Also ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß und genießt die Wolle, passt auf euch auf und euch nur Gutes. Bye, bye, ciao.